using DRS down to turn two. And now Sebastian Vettel has come out as well. Es war wieder Sebastian Vettel, der letzte ist, auf die Strecke rauskommen zu können. Wir haben schon schnellere Zeiten hier auf dem Hungaroring gesehen. Hier kommt die Linkskurve für Mark Webber. So, wir sind wieder in seinem Silberfinale vorne. Lewis Hamilton führt vor Nico Rosberg, dann Romain Grosjean und hier auf dem großen Bildschirm die Wiederholung von Kimi Räikkönen, der wieder Rallyfahrer macht. Und so hat er And Lewis Hamilton now makes it a Mercedes 1-2 with one teammate Grosjean third, Räikkönen fourth, Massa and fifth, with Alonso sixth. And now Vettel goes fastest, 119.506, 4/10 quicker than he went in Q2. Sebastian Vettel, noch eine schnelle Runde, 1:19.506. Das ist unser Ordnungsbruch, wenn er hier war. 4/10 schneller als seine Bestzeit in Q2. That time of Vettel's is 8/10 ahead of Lewis Hamilton, who's second, and Nico Rosberg, who's third, and it's almost a full second ahead of Romain Grosjean, who's fourth. Grosjean has done so well. Kimi's back in the pits, he's in fifth. He's slower than his teammate. Mercedes gets wheeled back into the garage. 4:12 to go. Jetzt muss sehr, sehr schnell gearbeitet werden. Lewis Hamilton ist weiter, aber 8/10 Rückstand an Sebastian Vettel. Was liegt noch in der Mercedes drin? Das werden wir schnell rausfinden. Aber Sebastian Vettel war einfach in seiner eigenen Liga, in der Q3. Der Newey denkt über etwas. Er hat das einfach so geschafft. Now the question is, are we going to see Daniel Ricciardo? Are they opting to stay in the pits and therefore have a free tyre choice for tomorrow, the race itself? They can start, rather than on the soft yellows, they could start on the white mediums. And therefore the harder of the two tyres. Is that why they have already come in and not done
a qualifying lap. Sergio Perez is back out again. He's eighth at the moment, with only Webber and Ricciardo behind him. Mark Webber und Daniel Ricciardo sind auf dem 9. und 10. Platz, beide in der Box drin. Und die haben keine Runde gefahren. Und das heißt, die können frei von dem Reifen wählen morgen fürs Rennen, weil die Autos, die jetzt eine Runde gefahren sind, die müssen mit dem Reifen in die Start gehen, als die jetzt drauf haben. Und jetzt gehen wir in die letzten 2,5 Minuten. Und jetzt kommen die letzten Anblicke von den Autos. Less than 2.5 minutes to go. Ferrari schon ein bisschen schön ist, der Bayern ist auf der Kiste, der Ding im Auto. Aber kommt es zu merken, dass er die Less than 2 minutes to go and everybody is on circuit apart from Mark Webber. So I think that's what Webber's plan is. He's going to stay in the pits so Daniel Ricciardo can come out and possibly move ahead. He's set a time that would be quicker. In fact, it'd be probably move him up into fifth fastest if he could match it again. But providing nobody else improved, and certainly can't guarantee that. Here we go. That's it. He's not doing any more, so he will start either ninth or potentially tenth. Right, so Sergio Perez on his quick lap, setting a personal best in the first set. First sector, he's half a second quicker than Perez. Kimi, two corners to go. Hihetetlen dolgok történnek. Räikkönen borzasztó gyorsul, de Rosberg még nála is sokkal jobb az elején. Räikkönen a második helyre, és érkezik Nico Rosberg, akinek még mindig előnye van Vettellel szemben, bár jócskán megfogyott, 62 ezred másodperc, és jön még Román Grosjean, hú de nagy a parádé. Hamilton quick, Grosjean quick as well. Here's Nico Rosberg. Räikkönen went second. 3 tenths behind Vettel. Here comes 2 tenths behind Vettel. Vettel holds on. Grosjean goes up into second. It's Vettel, Grosjean, Rosberg. And certainly change it. Here's Alonso. He's fractionally slower. I don't think he's going to come to fourth place. Vettel, Grosjean, Rosberg, Alonso. Lewis Hamilton schafft es wieder. Hat die schnellste Runde gefahren in der letzten Runde. 1:19.388. Es ist der Bestzeit für Lewis Hamilton.